Alter, ey, ernsthaft, Gorilla, ihr habt doch echt einen Arsch offen. Ja, natürlich. Hat uns natürlich sofort gesehen. Wie man die eigene Mechanik des Kämpfen kaputt macht, weil sie es einfach nicht bedacht haben, diese Vollidioten. Sag mal, mit was spielt man? Mit was entwickelt man denn heute nur noch, Leute? Hauptsache billig und dumm und hinterfragen nichts oder was? Was ist da los? Erklärt's mir, Gorilla Games. Was habt ihr gemacht? Was war los? Der erste Teil war so perfekt. Und der zweite Teil ist einfach nur noch weak ass. Ist einfach nur noch beschissen. Ich mach die Maschine platt. Sie brennt. Wir sind noch lange nicht fertig, das weißt du auch. Bleib doch noch länger da stehen. Fucking fassbar, bei aller Freundschaft und aller Liebe, aber nee. Nee. Nee, ey, also nein. Das muss ein altes Tenakt-Jagdgebiet sein. Okay. Vielleicht können wir sie für uns nutzen. Wir können nicht, wir müssen, weil die Vollidioten es immer nicht bedacht haben, dass es Leute gibt, die das vielleicht nicht so gut, nicht so gut finden. Schwachstelle, aber ein bisschen. Natürlich, beweg dich im richtigen Moment und krieg einfach nichts ab. So macht man das.
Oder man gibt halt Viechern einfach ganz viel Range-Angriff. Also nicht Range, sondern einfach, keine Ahnung, alles. Hier so Meteoriten. Boah, Staff 2? 3 Schüsse, was ist denn los? Sie hat die Waffe verloren. Kommt doch von hinten sowieso wieder. So, da war ja was. Wow, geht sein Flammen nicht über die gesamte Map? Schön, wenn das gegnerische Vieh einfach 13 Mal schneller ist. Alter. Geschafft. Alles okay? Bisschen erschöpft. Einen haben wir. Aber ich komme klar. Aber wir sollten noch einen Kontrollkern nehmen. Alles klar. Pick doch die Hennewund. Ihr habt doch einen Arsch offen. Fuck Killer Games, ey. Inkompetento. Warum nennen die sich immer alle Games? Sollen sie sich doch gleich nennen. Sollen sie sich doch gleich Zuhälter oder so nennen. Den ersten Teil machen wir geil, den zweiten Teil einfach scheiße. Wird sich schon keiner beschweren. Behindert. Zwei Kontrollkerne, wie bestellt. Danke. Gaia zeigte mir, wie wir sie scannen und alles für den Neustartcode kriegen. Ich gehe zurück zur Basis und fange an. Als ich klein war, hatten wir immer genug zu essen. Die Landgötter versorgten uns und wir feierten sie zu jeder Jahreszeit. Aus diesen Zeiten habe ich schöne Erinnerungen. Glaubst du, wir können sie zurückbringen? Wir schaffen das. Danke, Aloy. Würde mich wundern. Weil es hat Guerilla Games produziert und im zweiten Teil habe ich gefühlt, dass er mehr Hass als Liebe reingesteckt haben. Mehr Zeit mit diesen Kernen. In der Zwischenzeit sollte ich was anderes machen. Es ist unglaublich. Wir sind Stufe 28. Das bringt einfach gar nichts. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Was sie sich dabei so dachten.
Ich brauche halt irgendwo neue Waffen. Es bringt halt einfach nichts. Gab's da nicht ein Lagerfeuer? Ja, das ist Werkbank. Ich brauche Jägerinnenbedarf, okay. Mal gucken, ob ich da irgendwo was kaufen kann, damit mir das mal ein bisschen erleichtert wird, weil das kann doch nicht sein. Das kann doch kein Standard sein. Ehre und Kraft. Ich glaube, ich will die 10 dich führen. Komm, wir handeln. Viel zu viel. Das hat auch wieder Feuer, ne? Ich würde gerne wissen, was das für einen Grundschaden hat. Kritischer Treffer Chance, kritische Treffer Schaden, Brandgegnerschaden, Überspannschaden. Ist alles noch nicht frei. Selten, selten. Der ist halt für Brennen halt ganz gut, ne? Andere hält sich so ein bisschen in Grenzen. Es hat nur der Jägerbogen. Mal zum Handeln. Nee, also scheinbar kriege ich nicht mehr. Der Schneefall ist stark. Die Gegner wollen dich den Hass spüren lassen, ich verstehe. Der Himmelsclown muss sie lernen. Gut. Meine Vorräte sind nächstes Mal auch da. Bist du sicher, dass du nichts brauchst? Na gut. Will ich mal hier weitermachen. Ich mache mit der Hauptquest weiter. Wenn es jetzt weiterhin so krass behindert wird, wie hier diese mittlerweile wirklich Gorilla-Behindis, dann werde ich die Schwierigkeit runtersetzen. Sorry, aber ist einfach so übertrieben reinzuhauen. Reinzuscheißen und nicht zu merken, dass einem dadurch einfach die Liebe so entfallen geht. Ich weiß nicht, Horizon Zero Dawn war perfekt. Es war super. Es hat Spaß gemacht. Man hatte Freude. Selbst auf sehr schwer hat man es durchgepetzt. Es war einfach wunderbar. Man haben sich irgendwelche Freaks, die das wahrscheinlich 500 Millionen Stunden gespielt haben, beschwert. Ich krieg das nach 500 Stunden voll leicht hin, ey. Selbst auf ultra schwer. Ah, nee, auf sehr schwer. Sehr schwer war jetzt okay. Ich hoffe, dass die PC-Version von Zero Dawn spielt auf ultra schwer. Anstelle das irgendwie mittlerweile als Standard haben zu wollen. Wenn ein Entwicklerstudio auf wenige Spieler hört und es damit für die breite Masse kaputt macht. Oder meint, ja, bevor wir jetzt hier großartig an Innovation reinbringen, einfach von allem mehr. Perfekt. Das, was alle machen. Geil. Das machen wir immer. Level 30. Ich will zwar nichts sagen, aber what the fuck? Thank you.
Munition gegen diese Maschine einsetzen. Gegen diese Maschine könnte man Entwickler mit Herz und mit Liebe einbringen und nicht einfach billig. Ich sehe was. Los, suchen. Als du das letztes Mal gesagt hast, war es ein Insekt. Also an der Kameraperspektive haben sie wahrscheinlich den eingestellt, der damals Super Mario 64 programmiert hat. Weil hier ist, glaube ich, die Kamera dein größter Gegner. Natürlich, das ist einfach alles in Brand. Weich doch aus! Ist denn die Sicht hier so eingeschränkt? Liegt das an der PS5-Version? Haben sie die beschissen gemacht?
Kann ich den Motor wieder ausschalten? Nee, ne? Hält jetzt ewig. Na komm. Okay, na dann mal los. Jawohl. Wenn die Kamera nicht gegen dich ist, dann kannst du da wenigstens was machen. Komm her. Sag, kann man diesen scheiß Mut wirklich nicht ausschalten? Das ist Leich. Komm, das hätte ich dir wenigstens ausschreiben können. Leichter Nahkampf, schwerer Nahkampf, okay. Sprinten ein, aus, Fokus aktivieren, ja, verstehe ich. Geht nicht. Sehr nervig. Muss ich nach dem Part mal ein bisschen gucken. Was da mache. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das dann durchlaufen lassen muss. Ich habe so das Gefühl, wenn man die rosarote Brille von Oh, es ist Horizon, es muss perfekt sein. Wenn man das abgeschaltet hat. Mein Fehler. Glaubst du, kommst damit davon? Hey! Du warst das? Ich hab sie! Sie ist doch... Achso, ja, Auto-Aim, stimmt. Haben die Gegner ja auch. Also, wenn man die rote Brille abzieht... Ja.
dann merkt man, dass der Nachfolger viel zu viele Fehler hat. Schlüssel. Ich sollte nachsehen, ob hier irgendwas mit einem Schloss ist. Alte Truhe für Wertgegenstände. Da ist auch noch was. Keine Ahnung, was hier alles ist. Einfach mal alles mitnehmen. Einfach mal alles mitnehmen. Oben ist auch noch was. Muss ich mal gucken, wo man... Ich würde ja mal gucken, ob ich das ohne Dingsbums schaffe. Nur durch den Entdeckertrieb. Weil theoretisch ist es ja auch eine Quest. Da kann man sich ja so ein bisschen leiten lassen. Vielleicht schaffe ich das auch ohne. Zeug haben wir genug. Die Frage ist nur, finden wir auch das dazu passende Schloss. Ich nehme an, das wird die gewesen sein. Abnehmbare schwere Holzklappe. Funktioniert gut. Funktionierte super. Was zum Geier war das? Kann ich die Luke nicht aufmachen? So, muss ich das verstehen?
Ich wollte es eigentlich ohne machen, aber ich habe so das Gefühl... Aber warum kann ich die Luke nicht abnehmen? Das ist das, was mich am meisten schlaucht. Ich hab's verkackt. Mein Entdeckertrieb ist einfach scheiße, okay? Okay, ich dachte, ich hätte es jetzt verschissen. Achso, okay. Aber diese abnehmbare Luke, die schlaucht mich jetzt extrem. Warum kann ich die nicht abnehmen? Gut, naja, beim nächsten Mal. Nächstes Part machen wir uns weiter auf zu Poseidons Dingsbums. Naja. Hier, Leute. Haut rein, ne? Macht's gut. Tschüss.